Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Tibia. Wir sind, wie ihr seht, unschwer sehen könnt, nicht mehr bei den Dragonlords in Sao. Wir sind in Yanaha und zwar aus einem folgenden Grund. Ich habe gestern ein bisschen Blut geleckt an dieser, Hunting-Art und Weise. Und ich habe mir gedacht, naja, komm hier, ich muss unbedingt einen schönen neuen geilen Hunting Ground noch fürs Wochenende jetzt finden. Weil jetzt am Wochenende ist, glaube ich, jetzt über das Wochenende ist das letzte Wochenende bezüglich der Double XP Week. Und da dachte ich mir, da brauche ich nochmal irgendwas Fettes, wo du richtig reinhauen kannst. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da gibt es eigentlich nur eins. Und das ist sind DLs, weil mit 6300 kannst du richtig fett punkten. Und nun ja, ich habe mir gedacht, wir machen einen Quest. Das heißt, das wird jetzt leider ein längeres Quest. Jetzt muss ich gucken. Ah, ich bin da total bekloppt. Wo laufe ich denn hin? Es ist jetzt ein etwas längeres Quest, aber ich will es unbedingt heute noch bzw. durchziehen, damit ich, wie gesagt, morgen ist Freitag, dann abends da schon loslegen kann und irgendwie lange Hunting-Sessions hinlegen kann, um hier vielleicht eine 80 hinzuzaubern. So zumindest der Plan. Ob ich es zeitlich dann auch noch schaffe, letztendlich denn da hunten zu gehen oder vielleicht doch irgendwie bei 74 aufhöre, weil ich vielleicht keinen Bock mehr habe oder weil ich einfach keine Zeit mehr habe, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich will es erstmal machen. Und deswegen müssen wir eine Quest machen, die ich schnell noch einschiebe und damit es auch nicht langweilig wird, werden wahrscheinlich Überlänge haben. Je nachdem, wie schnell wir hier durchkommen. Ihr merkt euch fleißig, wo ich lang gehe, ne? Weil es hat gleich so ein bisschen, also Tutorial-Charakter. Und zwar wird es sein, die Quest, wie heißt sie denn? Moment, du musst ja Spickzettel. The Hidden City of Barragar. Das ist die Quest, das ist auch für andere die Quest für die Firewalker Boots. Die wird ewig lang sein, weil man auch viel laufen muss. Und ich werde mal gucken. Nee, vorspulen kann ich nicht. Ich werde einfach die Folgen überlang machen, dann haben wir unsere Ruhe. Dann kann ich ganz entspannt hier ein bisschen mal sabbeln nebenbei und euch quasi auch von der Quest ein bisschen mal zeigen. Weil das ist eigentlich eine nette Quest, weil wir kommen auf jeden Fall in eine neue Region. Auch in eine schöne Region, eine neuere Region, die ja noch gar nicht so lange alt ist. Und jetzt muss ich gucken, wo muss ich lang gehen? Sag mich. Hier muss ich lang. Hier oben gibt es einen NPC. Und zwar... Ja, auch viele kleine Mistmonster. Hier, da ist er. NPC Maris. Und Maris, müssen wir was Wichtiges fragen. Guten Tag, Maris. Wie geht's, wie steht's? Da hinten ist ein Pirate Marauder. Ah, okay. Wusste ich gar nicht, dass da so ein neues Boot ist. Na gut, egal. Den müssen wir fragen, wie es nach Mistrock geht. Mistrock. Ja, so ein Kackrock, den wollen wir nicht. Mistrock ist eine Insel. Und do I look like a ferryman? Well, I think... Mistrock, ja, für 100 bringt er uns nach Mistrock. Jo, so, da ist er, Maris. Jetzt sind wir hier auf Mistrock. Das ist eigentlich... Moment. Viel zu laute Mucke. So, besser. Zu leise. So, jetzt. Das, wie gesagt, ist Mistrock. Das ist eine kleine Insel. Ich ehrlich gesagt habe die hier noch gar nicht richtig wirklich. Die Mucke will mich doch verarschen. Zack. Genau, machen wir es einfach so. Also, wie gesagt, Mistrock ist so eine kleine Kackinsel. Ich war hier ehrlich gesagt noch nie so richtig wirklich drauf. Aber man muss, um die Quest zu beenden, muss man hier erstmal hin. Das heißt, ihr fahrt erstmal nach Mistrock. Mistrock. Und fragt dann Maris hier about nochmal Mistrock, Sakai. Mistrock. Und ja, blablabla. Many Search, das muss auch, also das ist wichtig, dass ihr das jetzt hier fragt, weil sonst kommt ihr später nicht weiter mit einer Pick. Okay, das hat er jetzt fertig. Okay, so. Dann fragen wir ihn als zweites, und das ist unsere Zielinsel, Fenrock. So, Fenrock für 50 nehmen wir, natürlich. So, hier, das ist Fenrock. Und hier geht's eigentlich, ich weiß gar nicht, was hier oben ist, kein Plan. Wir gehen immer bloß hier unten rein, weil hier ist das Entscheidende. Das ist die neue. Sieht so ein bisschen OT-mäßig aus hier, kann das sein? Ganz klein wenig, aber nur minimal. Hier gibt es viele Viecher, auch eigentlich für Low-Levels interessant zu hunten. Wir gehen mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob ich hier noch den Weg kenne, weil der Weg dorthin, dort wo wir hin müssen, zu Pythios, Dorotten und Co., ist relativ tricky und ich hoffe ja auch. Und deswegen habe ich auch im Vorfeld schon ein bisschen. Geht hier denn ab? Ey, was ist denn das für eine Schüsselmissel? Deswegen habe ich auch vorgefällt schon ein bisschen, ja, ich war shoppen, um es mal so zu sagen. Ich habe mich bezüglich der Quest belesen
Und habe hier, schwupp, da seht ihr es, mehr als genug eingekauft. Ich glaube, einiges davon brauche ich gar nicht. Zumindest die Basque-Shirts hier, die nicht, weil ich... Naja, egal. Erkläre ich alles im Laufe der Quest. Und ich hoffe, dass wir das hier auch schnell und gut und zügig hinbekommen. So. Dann will ich mal nicht lange labern und mal gucken, dass ich hier durchkomme. So, dann ging es hier lang, da lang, dort lang. Ja, also wie gesagt, ich habe die Quest vor Ewigkeiten mal gemacht. War auch schon lange nicht mehr dort bei den Dragonlords Hunten. Also, habe ich eigentlich schon erwähnt. Also der Grund, warum wir das machen, ist der Spawn, der Dragon Spawn, Dragonlord Spawn, hinter dem Gate vom Pythius Dorotten. Pythius. Ich bin ja so im Vollpfosten. Hier bin ich falsch. Wir müssen hier den zweiten Gang nach hinten. Ja, also da, wie gesagt, gibt es ordentliche DLs. Das ist neben PoE Dragon Lair, ist das der beste Dragonlord Spawn. Das muss neu sein. Der beste Dragonlord Spawn, den man, den es wo gibt. Und deswegen machen wir das hier mal entspannt. So, hier unten müssen wir jetzt irgendwo gleich so ein komisch angeknackstes Dingens finden. Irgendwo. Hier. Eigentlich. Hallo? Verarsch mich nicht. Hallo? Da! Da ist es. Sehr schön. Da müsst ihr mit der Pick raufhauen. Und dann seid ihr Bamsen. Eine Etage tiefer teleportiert worden. Und dann müssen wir jetzt hier oben rum. Ich hoffe, ich kriege die Quest noch zusammen. Also ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe ja meinen mein Spoiler so ein bisschen auf. Das wird mir ja sicherlich hier den ein oder anderen Arsch retten. Vor allem jetzt auch, was das Mace hier angeht. Weil das ja dann doch schon recht kritisch ist. Hey, ho! Bam, bam, bam. Und ich hoffe auch, dass ihr mir das verzeiht, dass ich jetzt hier noch einen Quest einschiebe. Obwohl, wir waren ja die letzten Videos, wir waren ja bloß noch hunten. Wir haben ja, glaube ich, von Level Wesig nicht bis 70 haben wir jetzt nur gehuntet. Ja. Wichtig ist, dass ihr euch hier den Weg merkt. Die Lore wird später noch interessant werden. Die können wir nämlich nutzen, das ist so ein kleiner Shortcut, dann brauchen wir nicht immer langlatschen. So, und hier geht's los, das ist ja wirklich tricky, tricky und ein bisschen, naja, wenn es nicht tricky ist, dann ist es halt tricky, ne? So, warte mal, ich mach mal hier ein Stück runter, damit ich auch mal sehe, wo ich lang muss. Ja, so, also ich lasse mal hier die kleinen Scheiß ein bisschen beiseite, den Dragonlord. Ja, komm. Vielleicht droppt der mal Schönes. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht macht er mich auch nur Mucks. Oder er droppt mir 30 Goldcoins, was natürlich total nice ist von ihm. 30 Goldcoins, meine Fresse, da kann ich ja nicht mal hier die Sachen bezahlen, die ich richtig hier lang müssen haben. Die ich gewastet habe, um ihn zu killen. So, merkt euch den Weg, weil ihr seht, das ist ein wunderschöner Irrgarten hier. Überall gibt es Abzweigungen, überall kann man hoch und runter und links und rechts und quer und durch. Überall lauern auch andere Gefahren. Und wie man sieht, ist man hier auf Lava-Level-Ebene. Das haben sie auch neu dazugefügt, glaube ich. Weil die Minimap sich frisch aufbaut. Na, ich bin gespannt, wie lange ich hier ran sitze. Oh Mann. So, hier hoch. Ein Bone Beast, das ist ja spannend. Bups, bups. So, du tot. Mir fällt gerade ein, ich hätte hier runter gemusst. Ah, siehst du, verlaufen. So schnell geht's. Bups, hier runter. Vielleicht könnte man sich das ja so merken als Hinweis, wenn große Viecher kommen oder Viecher, die einen schneller umbatzen können als 70er, 80er, ne, 70er, Level 70er. Da oben kommen wir auch noch lang zu den Draggies, die wir da gerade gesehen haben. Dann ist man wahrscheinlich falsch. Schwupp. So, die machen wir mal hier schnell. Morks. Da sind wir durch. Hier lang. Hier oben hoch, nicht hier unten, sondern da oben, nicht zum Elder Beholder. Da kommen wir genau hier lang. Oh Gott, das finde ich doch niemals, ey. So, ohne die Karte wäre ich jetzt aufgeschmissen. Wie gesagt, auf Tibia Wikia gibt es eine Karte, da könnt ihr euch das gerne angucken.
Es ist ein bisschen tricky hier reinzukommen, das ist klar. Aber solange die Monster easy peasy sind, habt ihr euch nicht verlaufen, glaube ich. Das könnte man, glaube ich, so stehen lassen als Eselsbrücke. Hat heute übrigens, wir hatten gesagt, der Nubian hat es, glaube ich, erwähnt, wenn es um, also ich habe letztens mal in irgendeinem Let's Play, in irgendeinem Teil erwähnt, dass man, oder was man bitte schön auf eine Bewerbung nicht schreiben soll, weil wo ich hier die eine Bewerbung da quasi auseinandergenommen hatte, mit Spazierengehen, glaube ich, war das. Und da hatte ich erwähnt, dass, was ist das denn für ein Vieh? Assassin, denke ich, okay. Dass ich, ja, weiß nicht, irgendwie so Richtung Tipps sollte es gehen, Tipps für Bewerbungen. Und darauf ist dann der Nubian angesprochen. Wartet mal, ich muss mal kurz gucken, wo ich hin muss. Ab hier, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Dann von hier sind wir gekommen, ne? Moment. Hier lang, hier wir runter müssen wir. Ja, hier ist richtig. Da runter, direkt hier gegenüber wieder hoch. Oh ey, Leute. Direkt da gegenüber wieder hoch. Und da, jawohl, zu den Gubbis. Boah. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, Bewerbung, Tipps hin oder her. Unterm Strich ist es letztendlich so, dass jeder Personaler seine eigenen Vorlieben hat. Seine eigenen Vorlieben, was eine ordentliche Bewerbung angeht. Oder es gibt halt keine Blaupause, und das glaube ich, in der Schule wird man das öfter gehört haben. Da wird einem vorgegaukelt, dass man dass man das so und so machen muss, und das muss man so und so machen, und andersrum, um Gottes Willen, mach das nicht und mach dies nicht, und wenn du das machst, dann bist du gleich durchgefallen und all so ein Dreck. Der größte Humbug, den es überhaupt gibt, es gibt keine Blaupause dafür. Letztendlich eine Bewerbung, wenn ich jetzt mal von mich auf andere schließen darf, bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Wenn ich jetzt mal von mir auf andere schließen darf, mich beispielsweise interessiert ein Anschreiben null die Bohne. Ich hab, Moment, Muck ist sehr laut, und wir machen einfach mal weiter. Ein Anschreiben interessiert mich null die Bohne, weil einfach in einem Anschreiben, ich kann nicht wissen, ob derjenige, der sich da bewirbt, dieses Anschreiben geschrieben hat. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Das soll heißen, es kann auch jeder geschrieben haben, und mal Hand aufs Herz, wer hat sich nicht selber bei einem Bewerbungsschreiben helfen lassen? Also, es ist ja ein Graus für die meisten, so nach dem Motto, was schreibe ich da jetzt rein? Muss toll klingen, muss dynamisch klingen und pipapo und tralala. Und letztendlich ist es doch nicht aus der eigenen Feder so, also sag ich mal, in 70% der Fällen ist es doch nicht aus, zu 100% aus der eigenen Feder geschrieben. Und deswegen ist für mich ein Bewerbungsanschreiben eigentlich Pillepalle. Witzigerweise ist das ja auch so, In den angelsächsischen Ländern ist ja so ein Anschreiben eigentlich Pillepalle. Das heißt, das wird gar nicht mehr verlangt. Die wollen einfach bloß einen Lebenslauf haben, den dafür aber ordentlich ausführlich. Und das reicht, weil die wissen wollen, und so geht's auch mir hier, ich will wissen, was der gemacht hat. Also, was hat er für Jobs gemacht, was hat er dort in dem Job getätigt. Also, wenn er jetzt im Büro war, war es eine Bürokauffrau, okay. Da will ich doch wissen, als Bürokauffrau, ja, was hast du denn gemacht? Hast du denn tagtäglich bloß im Posteingang bearbeitet? Hast du bloß die Briefe aufgemacht und irgendwelche Briefmarken angeleckt? Oder hast du eventuell schon eine vorbereitende Buchhaltung gemacht? Warst du so ein bisschen die gute Seele dort? Hast du dich quasi mit Kunden auseinandergesetzt? Oder hast du denn beispielsweise, leck mich fett, was kann man noch machen? Und, ja, vorbereitende Buchhaltung hatte ich schon. Oder hast du vielleicht ja sogar einen Schritt weiter irgendwelche buchhalterischen Programme da bedienen müssen, weil du selbst die Buchhaltung übernehmen musstest? Das sind so interessante Dinge, aber das sieht man ja nicht im Bewerbungsschreiben. Im Anschreiben zumindest. Man kann es natürlich einfügen, was man dort schönes gemacht hat. Das ist natürlich ein schönes Beiwerk, aber für mich, diese ganz hochgetragenen Sätze, die es dann immer gibt und tralala. Ich war auch selbst, muss ich ja zugeben, eine Zeit lang habe ich selber irgendwie so ein Schnulli-Scheiß geschrieben, von wegen,
Wie war mein Eingangssatz? Genau, die Welt ist ein... Ups, Moment, Timer abgelaufen, aber wir machen... Warte mal, Timer ist abgelaufen, wir machen einfach noch 15 Minuten hinten dran, weil wir ja sowieso so rumlaufen und rumlabern. Da habe ich geschrieben, Eingangssatz für meine Bewerbung war, die Welt ist ein Buch, wer nie reist und sich verändert, sieht nur eine Seite davon oder irgendwie so ähnlich in dem Sinn gemäß. Und fand ich ziemlich nice, war irgendwie so, hatte ausgedrückt, dass ich bereit bin zu reisen und die und das, dies und das und jenes zu tun und fand ich passend. Ja, heute bin ich davon ab, weil irgendwie für mich das schon wieder so ein bisschen ausgedrückt hat, so, ja, was will er mir jetzt damit sagen, weißt du, also wenn jetzt jemanden erwischt, beispielsweise am anderen Ende, und da komme ich gleich drauf zu sprechen, der diesen Satz fehlinterpretiert und sagt, okay, jetzt will er sich hier mal 2, 3 Monate bei uns austoben, dann zieht er schon weiter, weil man hat sich ja wieder die neue Seite erschlossen, ne, könnte also quasi total in den falschen Hals kommen. Bin ich richtig? Ja, hier und... Oh! Wir sind schon da. Sehr gut. Moment, also ich hoffe, ich verpasst das nicht. Also jetzt mein Einsatz vom Thema. Das erzählen wir gleich mal, weil ich glaube, wir müssen ja theoretisch wieder zurücklaufen. So, also, knock mir. When you find a dwarf... Okay, when you find the dwarf NPC, also den hier. Wir sollen ein Stückchen nach Süden gehen und dann werden wir ein paar andere Stufen finden. Die da. Okay, go up and you will find an ore wagon. You have found the entrance to the hidden city of Berica. May you now use what? What? Doof. You will be able to use the ore wagon at the beginning. See Foto 4. Moment. Foto 4 gibt's hier nicht. This will save you a lot of time in the future. Meinen Sie den Wagen? Moment, wir testen mal. Also das habe ich ja, glaube ich, eingangs gesagt. Ja. Sehr gut. Wir sind am Anfang, erinnert euch, sind wir hier vorbeigelaufen und haben gesagt, der wird doch wichtig. Und das ist jetzt quasi der Shortcut. Das heißt, wir können uns den ganzen Weg immer sparen. Allerdings müssen wir immer zu dem Wagen hin. Ne? Der hier funktioniert nicht? Ne, der funktioniert nicht. Sehr gut. Also, das haben wir schon mal. Going down ist die nächste Mission. You may proceed to speak to the NPC. To the NPC on the main floor about missions. What? Main floor? Main floor? Was für ein Main floor? Ist das hier der Main floor? Moment. So, gibt's jetzt hier irgendwo einen NPC Xorlosh? Xorlosh. Oben gibt es Zwerge. Passt eigentlich diese Zwergen, diese Mucke gerade zur Zwergen-Dings. Das ist der NPC übrigens, wo es Rust Remover gibt. Die sind auch noch später wichtig und spannend. Ich glaube, die war falsch. Ah, gut. Wir gehen mal wieder runter. Ja. Also, wie gesagt, Anschreiben eigentlich für mich kompletter Bullshit in einem Bewerbungsschreiben. Deswegen gucke ich immer nur auf den Lebenslauf. Aber der, wie gesagt, der muss dann in die Augen stechen. Das heißt, stellt euch mal so einen Personaler vor, der hat eine Stelle ausgeschrieben. Hat für diese Stelle natürlich zigtausend Bewerbungen. Ich sag mal, grob gesagt, ach hier ist Axolosch. Grob gesagt hat er pro Bewerbungsstelle hat er 50 Bewerber. Ja, vor allem jetzt im kaufmännischen Bereich oder so, wenn ihr im kaufmännischen Bereich arbeiten wollt, da sind ja manche Sachen noch krasser. Also ich habe bei der Telekom mal gearbeitet und da waren ja innerhalb von Tagen waren da 200 Bewerber drauf. Und was macht denn der Personaler? Der liest sich nicht jedes einzelne Anschreiben durch, kannst du knicken. Der guckt A, nach den Lebensläufen. Also so mache ich das, wie gesagt, wenn ich einen Haufen habe. Ich gucke nach den Lebensläufen, passt da nicht. Und das muss halt von Anfang an ins Auge stechen. Das ist das Wichtige. Warte mal, jetzt machen wir hier weiter ein bisschen Progress. Ask at the elevator hier. So, hi. Wir müssen dich über eine Mission ausfragen. Mission. Sieh das Mechanism? Was für ein Mechanism? Ah ja. Wir sollen ihm jetzt 3 Gear Wheels besorgen.
Yes, die kriegen wir natürlich hin. Das Gute ist ja, ich habe ja wie gesagt im Vorfeld schon ein bisschen was gemacht. Und ihr seht es ja in meinem Backpack da rechter Hand. Da sind schon 3 Gear Wheels drin. Wie ihr die bekommt, 2 Sachen. Okay, wir machen erstmal bei. Ihr braucht eigentlich nur 3 Iron Ores. Mit diesen 3 Iron Ores geht ihr zum Sweetie Sizelop in Abdendriel. Und mit dem könnt ihr traden oder der spricht mit euch, wenn ihr ihm 3 Bust-Shirts, diese Dinger hier, besorgt. Ne? Das heißt, gebt ihm 3 diese Bust-Shirts und dann macht ihr aus 3 Iron Ores für euch diese 3 Gear Wheels. Und mit den Dingern könnt ihr dann wieder hier zurück. Und wir sind ja schon zurück und sagen, hi. In Klammern, alternativ könnt ihr euch die Dinger auch kaufen. Klammer zu. Mission. Jawohl, da sind sie weg. Sehr schön. Give us a note. You have to ask for the mission and finish. Ja. Okay, das weiß ich schon. Deliver. Wir haben sie delivered. Okay, ich lese gerade nebenbei weiter. Holy Mother of all Rotworms. You did it. Natürlich. Was hast denn du gedacht, junger Mann? So, warte mal. You will be able to enter the elevator teleport. What? Okay, da ist irgendwo jetzt, warte mal, hier, können wir jetzt hier oben rein oder was? Moment. Plop. Jawohl, können wir. Das ist ja toll. Das ist wohl ein Teleport. Hä, wo bin ich denn hier? Hallo? Dwarf Guards. Komm ich hier raus? It's locked. Alles klar. Gut. Ich gucke gerade, wo es weitergeht. Ach so, in diesem Raum könnten wir uns hier das Goldingot besorgen. Gut, müsst ihr quasi dort reingehen. Selber suchen, ein bisschen spoilern will ich jetzt ja auch nicht. Muss ja nicht alles immer zeigen. Okay. Wir sprechen als nächstes mit Nokmir. Wo ist denn Nokmir? Entrance to the Northern Mine. Was? Ach so, war der Typ, wo wir reingekommen sind. Na klar. Natürlich. Nokmir. Tag, Haselocke. How's you? Say hi. Missione? Ring? Grombua? Rerun? Und Rehaul? Aha. Okay, also in der Reihenfolge und keine andere. Go up to the floor. Was will er denn haben? Ah, okay, wir müssen einen Ring für ihn finden. Und den finden wir. Go up the floor will awaken and keep the gap until you found the Emperor at the north of the main room. Alles klar. Okay, wir müssen mal hier hoch. Ach nee, Blödsinn. Hier unten müssen wir hoch. Und wir sollen keep up nach oben, bis wir den Emperor finden. So, alles klar. Gerade ein bisschen warm hier, aber macht ja nichts. Ich schwitze gerne. Wir sind nämlich wieder an einer solchen tollen Tagen hier, wo draußen 85 Grad im Schatten sind. Und hier drinnen mein Ventilator, den musste ich leider abgeben. Der ist nicht mehr. So, warte mal. Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Speak to Emperor Rehaul, saying, Hi Emperor, Nokomir, Grombu, lalala, leaf again und, okay. Ist der hier oben, der Typ? Sieht wohl so aus. Guten Tag. Emperor, hi! Hallo. Mind your manners. Ach komm, ey. Heil Emperor. Are you ready? Yes, sehr schön, er spricht mit mir. Ist ja ein Traum, dass du mit mir sprichst. So, und zwar, dem erzählen wir jetzt von dem, was Nokmir da mir erzählt hat. Nokmir. I always liked him and I still can't believe that he really stole that ring. Na, kann ich auch nicht glauben.
Grombur. Ist natürlich jetzt für die Leute unter euch, die da so ein bisschen RPG-Feeling haben wollen, rennen hier natürlich jetzt gerade durch wie bekloppt und es bleibt der RPG-Feeling natürlich auf der Stelle. Okay. Hi, not mir. Aha, okay, das war's. Grombur, war richtig? Ja, tschüss, Digga. Was? Ist irgendwie ganz komisch hier. Immer hin und her gerenne, das ist halt die Mission oder beziehungsweise die Quest. Aber man kann, wie gesagt, wenn ihr die ganzen Sachen schon gekauft habt, schon ein bisschen Weg sparen. Vor allem hier mit diesen Gear-Dingern da, diesen drei Gear-Wheels. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo war jetzt der andere, der Ushi-Pushi war. Also jetzt müssen wir zu Grombur. Und Grombur ist am Entrance der Südmine, also der südlichen Mine irgendwo am Eingang, da befindet sich Grombürchen. Hier unten. Hey, hey, holy Grombur, what's up? Hi. So, er hat natürlich auch hier Knock Me Aus und Rerun. Your quest log has been updated. Here's Lucky Guy in his whole story. You might pick a return, rerun instead, okay? So. So, enter the Eastern Mine. Okay. Okay, jetzt müssen wir irgendwas finden. Irgendeine Bierkask. Wo soll die denn sein? Okay. Also hier der Eastern Mine. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein und sind in der Eastern Mine. Versteht ihr? Schwupp. Ja, komm, den Guard, den, dann lächeln wir mal drüber. I know, jetzt sind wir in der Eastern Mine. Sehr gut. Iron Ore, da siehst du, hat sie doch gleich ausgezahlt. So. Jetzt gehen wir mal hier durch und gucken mal, ob wir das vielleicht noch irgendwo finden. Ach, guck an. Geomancer, das gibt's ja auch. Mistviecher. Die sind einfach nur hässlich, eklig. So. Geomancer's Rope und tralala, alles nur Schüsselmissel, Dingsgedöns. Ich muss mal gucken. So ein bisschen ist das hier jetzt hier nicht eingezeichnet, wo das ist. Müssen wir ein bisschen suchen. Warte mal, ich guck mal schnell noch hier in Questlog rein. Hidden City of Berica. Info. Told you that you do. Mhm. Okay. Ja, also sind wir wahrscheinlich doch richtig. Und ich guck mal, dass ich hier. Okay, warte. Hier ist ein kleines Bild, hier ist ein kleines Bild. Wir müssen nach ganz oben. Da. Na, wir gehen mal einfach. Gut. Ja, also wie gesagt, Bewerbungen sind alle subjektiv zu sehen. Es gibt kein Gut oder kein Böse. Die Bewerbung an sich, wenn du jetzt die beispielsweise Bewerbung 1 machst, dann nach Schema F, schick sie zu zwei Rekrutern. Rekruter Nummer 1 findet die geil, weil es so noch nie gesehen hat. Rekruter Nummer 2 findet die absolut scheiße und schon hast du verloren. Also da gibt es kein Schlüssel. Letztendlich, ich sag mal so, wenn ihr die Bewerbung abgebt und damit auch zufrieden seid, die quasi euch so repräsentiert, wie ihr denkt, okay, finde ich es gut, so finde ich es toll, das bin ich, das spiegelt mich wieder. Ich glaube, dann ist es, glaube ich, am besten. Weil es nützt nichts, wenn ihr
eine Bewerbung macht oder machen lasst und die letztendlich dann nicht, oder wenn wir dann im Gespräch sitzt und dann blamiert ihr euch bis auf die Knochen, weil ihr nämlich nicht das verkörpert, was eventuell in der, also was eventuell gefordert ist oder so. Versteht ihr, was ich meine? Hat schon wieder eine halbe Stunde rum. Kann ja nicht sein. Verplappern wir hier so viel oder dauert die Quest einfach nur? Iron Ore, siehst du? Guck mal, gehst hier rein, hast schon drei Iron Ore. Bin ich eigentlich richtig? Ich hoffe es doch. So. Ups. So, natürlich bin ich hier nicht richtig. Ich muss hier doch oben lang, oder was? Hm? Moment. Bäh? Na klar war das hier. Nö. Moment, ich gehe mal noch eins höher. Also eins, ne? Mehr nicht, nur eins. Gnarf. Achso, ich kann hier lang. Dachte schon wieder hier. Zwei Geomancer, leck mich fett. Bist du bekloppt? So, tschüss. Wie ich mich früher vor diesen Geomancern so ein bisschen... Ja, hatte Schiss vor den Dingern. Da gab's ja, gibt ja eine Quest hier, so eine kleine... Eine Dwarven-Ex-Quest? Ja, Dwarven-Ex-Quest, glaube ich, heißt die oder so. Dann musst du in die Dwarven-Hölle. Und die war tricky. Die war somehow tricky. So, hier bin ich richtig, hier will ich sein. Huch. So. Nope, das ist auch verkehrt. Mann, leck mich fett, wo müssen wir denn hin? Das sieht gut aus. Hier sind wir richtig. Jawohl. Das schnaffte. Moment, wo genau? Wo genau? Ach, oh, du bist ja auch noch da. Tschüss. Da? Hier. Sehr schön. Diesen grünen Kristall und dann haben wir hier eine Ringen. UC Reruns Ring. Und den müssen wir jetzt zurückringen. So, wir machen dafür mal hier diesen. Und machen mal Speedy Gonzales an. Und natürlich, ja. Schnarch. Die Schnarchgeschwindigkeit. Ja, ja. Aber gut, um Thema Bewerbung mal so halbwegs abzuschließen. Es gibt keinen... Also ich kann euch da keine Tipps geben. Für mich, wie gesagt, immer wichtig, ein Lebenslauf, am besten Lebenslauf so ausführlich schreiben. Also wenn ihr... Na gut, wenn ihr euch für eine Ausbildung bewerbt, könnt ihr nicht so viel Lebenslauf schreiben. Aber wenn ihr jetzt quasi einen Job habt, etc. pp. Oder einen neuen Job wollt, gebt immer im Lebenslauf mit an, was ihr dort gemacht habt. Also... Wie gesagt, wie vorhin das Beispiel mit der Bürokraft, Bürokauffrau für Kommunikation, wenn du das da hast und vor allem 5 Jahre da irgendwie drin gearbeitet hast, es bringt dir keine Punkte oder bringt ein Personaler keine Punkte, wenn da steht, was du gemacht hast, was du für einen Beruf hattest, das bringt dem Personaler was, wenn der weiß, was du, ja, dort einen lieben langen Tag getrieben hast, ne? Also Chefchen quasi mal unterm Tisch da die Schuhe putzen, das funktioniert nicht oder das reicht nicht, das soll schon ein bisschen ausführlich sein, so in 3, 4, vielleicht 5 Stichpunkten. Manche, also ich kriege ja manche Bewerbungen, da sind wirklich auch teilweise von Ingenieuren etc. pp., die haben natürlich ordentlich was gemacht und die haben dann auch die Lebensläufe sowas von ausführlich, also die können, also auch die alte Regel ist auch wieder... gibt mal eine alte Regel. Ich habe letztens mich angelegt mit so einer komischen Tante vom Arbeitsamt, die da so eine Bewerbertrainings macht und die irgend so einen Käse da erzählt hat. Die sagte, ja, Lebenslauf, da muss man auf eine Seite übersichtlich alles hinkriegen. Und das Problem ist natürlich bei den Leuten, die halt seit Jahren schon irgendwie die Arbeitgeber wechseln, die kriegen das alles gar nicht mehr auf eine Seite. Das funktioniert alles gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. So weltfremde Weiber, die da immer beim Arbeitsamt arbeiten und das ist echt, das ist ein Kraus. Also Arbeitsamt ist für mich der allerletzte Scheiß. Vor allem, was die für eine Schlachtzahl dann immer an Bewerbungen von den Arbeiten haben wollen, ist unglaublich. 14 Bewerbungen pro Woche. Da kriege ich 14 am Tag hin. Aber naja, gut. Egal, über das Arbeitsamt will ich jetzt hier nicht ablästern. Wo muss ich denn hin, verdammte Axt? Ich muss zurück. Warte mal. Ah, den Ring müssen wir zum Emperor bringen. Und die Musik ist gerade arschlaut, kann das sein? Ich bin noch extra lauter, damit man mich hört. Und wir sind schon wieder weit über der Zeit. Wir sind bei 30 Minuten schon. So, und jetzt machen wir mal die Mucke ein bisschen leiser. Das ist ja hier, das schrillt ja am Ohr. Das ist ja ätzend. So.
Ja, also Thema Bewerbung, wie gesagt, für mich immer ein Graus. Zumal ich auch ja schon seit Ewigkeiten im Bewerber stecke. Verstanden? Im Bewerberstress stecke. Hab zwar einen Job, aber man soll sich ja immer verbessern. Das heißt, man hat immer so, nach der Bewerbung ist vor der Bewerbung sozusagen. Man soll sich ja immer wieder verbessern. So, hi. Ach so. Oh. Heil the fucking Emperor. Ja, schön. Gut. Knock me down. Ach. Knock me. Sehr schön. Der hat jetzt den Ring, der freut sich des Lebens. Jetzt. Okay. Jetzt soll man jetzt, steht hier als Tipp drin, you should start the Royal Rescue Mission now and save time by asking the Emperor for a mission. You won't have to do this trip twice. Okay. Mission. Hallo? Are you interested? Natürlich bin ich interested. You speak to not me again. Oh, the mission? Okay. No, grant you access to the Northern Mine. Okay, dann bekommen wir Zugriff zur Nordmine. Da können wir dann drei schmale Topazer finden, aber gut, ist ja Wurst. Aber das machen wir alle dann morgen, Ladies and Gentlemen. Also wie gesagt, Plan ist es. Ich mache heute hier die Emperor-Quest durch. Ich mache ein paar längere Folgen, die zwar dann peu à peu nacheinander released werden, aber ich werde dann morgen noch ein paar Hunting-Sessions zur Double XP Week hinlegen und das ist der Ziel. Wir werden dann noch ein paar hoffentlich ruhige Stunden erleben bei den Dragonlords unten bei Pythios, The Rotten. Also, in dem Sinne, tschüssi mit Küssen, Rina, und wir sehen uns morgen. Bye, bye. Daumen nach oben nicht vergessen. Tschüss.